Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance in Przebyslavice mit der reparierten Kirche, genau, mit der sündhaft teuren reparierten Kirche. 11.000 Groschen, das bisschen Holz, Leute, 11.000 Groschen. So geht's dahin, die Kohle. Tja, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob diese Geschichte, die wir jetzt da veranstaltet haben, ob die uns vielleicht ein bisschen Probleme macht, ne, bei unserer Galgenvögel-Quest. Das wäre echt, echt schrecklich. Falls es uns das Ding zerwürfelt dadurch, ne. Na gut, wir reiten mal zurück. Nach Thalenberg. Können dem Robert dann die Anführermasken geben. Dass wir die Kumanen geblättet haben in der letzten Folge. Ne, dann wird er uns auch wieder ein kleines Geld ausbezahlen. Wobei, ne, allein mal die Verantwortung. Du schickst den Heinrich los, den Sohn des Schmieds, ne, den kleinen Heinrich. Der noch vor ein paar Wochen von der Therese hat gerettet werden müssen. Und sagt, mach mal die Kumanenlager platt. Okay. Ist schon sehr tapfer, wie ich finde, ne. Vom Kommandant Robert. Aber gut. Dann ist es halt so. Ah, jawohl, da ist wieder Gekloppe. Sehr gut. Das ist schön, das sind Kumanen, jawohl. Das ist ein Überfall. Seid ihr blöd, ihr wollt Kumanen überfallen? Da mal voll reinhalten. Jawohl. Oje. Oje, oje. Ja, was haben wir denn da? Dreckige Kumanen. Da ist noch ein Kumane, ne? Oje. Haubi, du treff nix. Was sagt man da? Anu? Ach Gott, Himmel. Los, komm schon! Ja! Schnell, Rosienda, wir müssen da weg, bevor der auf uns schießt. Schnell, mach weg! Der trifft auch nichts, zum Glück. Ja! Haha! Der ist ein genauso erbärmlicher Schütze wie ich. Oh Gott. Ja. Jawohl, jetzt haben wir ihn erwischt. Da liegt er am Boden, der Lump. Haha. Da liegt er am Boden. Sehr gut. Ja, ja, mit dem Schwert. Und das Ding wollen wir haben und die Groschen wollen wir haben und meine Pfeile. Oh, Jagdpfeile, stimmt, ich habe die Jagdpfeile genommen, ich Depp. Das war nicht clever. So, Ringelblume, jawohl, will ich auch haben. Danke. Tschüss, was überfällst du ja auch die unschuldigen Leute, ne? Selber schuld. So, da sind noch ein paar Tote. Ja, die können wir auch plündern. Alles, was ein bisschen was wert ist, wird mitgenommen. Jawohl, zack. Kommunionkelch, sowas trage ich in der Regel auch immer rum bei mir. So ein Kommunionkelch, das ist schon wichtig. Da und da. Und jetzt lassen wir da. Brauchen wir nicht. Okay. Jetzt bin ich schon wieder dezent überladen hier. Sapperlot. Breite Axt. Oh, das ist bestimmt was wert. Blödes Schild brauchen wir nicht. So, was hat der? Ja, 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 ja. Hier klingelt's jetzt. Da ist die Kohle, verstehst? Da sind die dicken Fische hier. Ja, das ist ja richtig was wert. Wow, danke schön. Ich muss gar nicht mehr Kumanen töten oder für irgendwelche Missionen machen. Ich warte einfach, bis die sich hier gegenseitig umbringen. Und dann scheppert's mal richtig in der Kasse. Ja, super klasse. Ja, super klasse. Ne? Also so kann man sich natürlich auch sein Dorf finanzieren, indem man einfach die Burschen hier grillt. Oder wartet, bis die sich gegenseitig umbringen. Ah, das ist wieder unser Rotkäppling. Ja, damit. Dankeschön. Danke, du warst bestimmt ein Wilderer, wenn du so viel Fleisch dabei hast.
Dann geschieht's dir recht. Genau, Schwert des Jägermeisters. Hast du bestimmt geklaut. Du bist gar kein Jägermeister. Mein Gott, ich bin sowas von überladen. Oh, Leute, hier. Oh, edler Kyras. Oh, das scheppert ja. Das scheppert ja. Zack, zack. 1400 goldene Sporen. Jawohl. Oh, der hat ja nur das Beste vom Besten dabei. Oh, Leute. Geld. Halt, die Ringelblume will ich noch haben. Genau, Ringelblume ist immer gut. Dass der Heinrich sich überhaupt nur bewegen kann. So fett, wie der überladen ist. Zack, zack. Jawohl, das macht Spaß. Ringelblume zu mir, Spitzpfeil zu mir. Verbesserter Spitzpfeil, Rüstungsset. Danke, tschüss. Rosienda, komm, hilf mir. Komm her. Ich kann mich kaum bewegen. Zum Glück bist du so ein braves Pferd. Da, schau mal hier, jetzt pass auf. Jetzt musst du leider für mich hier ein bisschen Frondienst. Ne? Du musst jetzt leider hier ein bisschen schleppen. Aber du bist so ein starkes, getreues Ross. Ich weiß, dass es dir überhaupt nichts ausmacht. Und dass du so stark bist, du lachst da nur drüber, gell? Du merkst das gar nicht, das Gewicht. Ich weiß, ich kenne das. Ich finde das sehr toll. Deinen Einsatz weiß ich durchaus zu würdigen. So, zack, 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 zack. Oh, das, Leute, das klingelt. Mein Pferd kann nicht mehr tragen, du faules Stück. Na gut, okay. Nein, ich verstehe das natürlich. Es war nur ein Späßchen, Rosienda. Ne? Ich weiß ja, dass du große Kräfte hast. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Ne? Ich meine, ich habe jetzt ja hier schließlich eine ganze Kompanie gelootet. Deswegen, es sei dir verziehen, Rosienda. Heißt jetzt für uns aber Planänderung. Genau, Planänderung. Ich habe jetzt so viel Gedöns dabei. Ich müsste eigentlich zuerst nach Rattai reiten. Neben den ganzen Scheiß loszuwerden. Na, wobei, wir können vielleicht doch kurz zur Burg. Stimmt. Der steht ja am Kampfplatz. Der Roba, ne? Da können wir ja hinreiten. Das stimmt, das funktioniert, ja. Das funktioniert. Was anderes wäre es, wenn er natürlich in der Stube oben wäre. Dann wäre das nicht ganz so lustig. Grüß Gott. So, hallo. Habe die Ehre. Ja, 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 ja. Hier komme ich. Danke. Grüß Gott. Ja, lauf halt nicht mitten da rein, wo ich gerade rumreite. Verstehst? Grüß Gott. Hallo. Habe die Ehre. Hey, Robert. Servus. Ich habe was für dich. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja, ja. Du hättest deinen Hintern auch zu mir bewegen können. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Da glaubst mir wieder nichts, gell? Ja, hier. Mann, Mann, Mann. So gefällt mir das. Es ist noch nicht vorbei. Offenbar gab es auf der Straße nach Rovna Ärger. Vermutlich haben die Hunde in einem Minenschacht in den Wäldern ein weiteres Lager. Ah. Alles klar, ich sehe mir das an. Ja, ja. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das hat dieses Pack verdient. Ja, genau. Sich genauso. Nochmal 140 Tacken. Du, ich habe aber, glaube ich, nochmal sowas. So eine Kumanen-Gedöns, oder? Ich hatte ich das nochmal, so eine blöde Kumanen-Rüstung. Nein, nicht das. Nee. Okay, habe ich mich getäuscht. Habe ich mich getäuscht. Nö, dann habe ich mich da getäuscht. Alles klar, mach's gut, ne? Servus. Schlepp. Ach, ist das anstrengend. Komm, Rosienda. Auf geht's. Wir haben viel vor uns. Ja. Genau. So. Hallo. Genau, ich wollte gerade sagen, hier, trifft das Loch bitte, ansonsten wird's schwierig. So, okay. Wir kürzen hier ein bisschen ab durch die Pampa. Ja. Na dann. Sollen wir beim Andreas? Nee, macht eigentlich keinen Sinn, beim Andreas nochmal vorbeizuschauen, gell? Das macht eigentlich keinen Sinn. Denn der Andreas kann uns nicht mehr groß helfen. Also ich bin jetzt gerade wieder bei den Galgenvögeln. Oder heißt das Galgenvögel nicht, gell? Galgenbrüder, ja, ja. Also. Nee, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der ist raus aus der Nummer.
dass es immer noch, also wenn der Tagesfortschritt beim Bau der Kirchenreparatur in Pribislawitz, wenn der nicht gerechnet wird, dann ist jetzt immer noch Tag 1 nach dem Gespräch mit unseren zwei Kollegen. Die Quest gehört ja zum Grundspiel. Dann gehe ich jetzt davon aus, da durch den From the Ashes DLC diese Spielmechanik, die danach kam, ich glaube, das wird nicht angerechnet. Also ich würde jetzt mal spekulieren, dass das nicht angerechnet wird als tatsächlich vergangene Zeit. Denn falls dem so wäre und mehrere Tage vergangen wären, da habe ich jetzt vergessen nachzuschauen, dann hätte ja auch der Tagesertrag in Pribislawitz in unserer Truhe sein müssen. Aber ich meine mich zu erinnern, auch aus den vergangenen Baumaßnahmen in Pribislawitz, dass unsere Kiste, unsere Geldkiste da nicht zusätzlich belastet bzw. befüllt wurde nach einer Baumaßnahme. Also gehe ich davon aus, dass es heißt zwar, ein paar Tage sind vergangen, wenn was gebaut wird, aber ich glaube, das steht nur so da, um den Schein zu wahren. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich angerechnet wird. Nee, es spricht eigentlich alles dagegen, dass es angerechnet wird. Ja, speziell das mit dem Geld ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass die Theorie richtig ist, dass es nur so dasteht, aber nicht zählt. Also, dann gehen wir davon aus, dass diese Vermutung, diese These richtig ist und halten fest, dass es Tag 1 nach unserem Gespräch, genau. So einfach machen wir das. Okay, sorry, die Ausführung war jetzt etwas länger, aber ich habe jetzt das gerade für mich mal selber überlegen müssen, was wohl der logische Schluss ist. Und ich denke, da sind wir gar nicht schlecht unterwegs, wenn wir uns so verhalten. Also Tag 1 immer noch. Am 5. Tage. Naja, ist ja noch Zeit. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie tapfer Rosienda hier durch die Gegend reitet. Und das voll bepackt bis oben hin mit vollen Taschen. Im Schweinsgalopp. Rennt hier durch die Gegend. Ne, und rennt und rennt und rennt. Früher hat man gesagt, und läuft und läuft und läuft. Ne, der gute alte Duracell-Hase. Aber ich habe so den Eindruck, dass Rosienda, voll beladen, wie sie ist, ein bisschen langsamer ist. Und ja, wir natürlich auch voll beladen oder überladen, sogar besser gesagt. Ich habe so das Gefühl, als würde das angerechnet werden auf die Reitgeschwindigkeit. So, jetzt schnaupft es aber ganz schön, genau. Ja, wir sind ja gleich da, Rosienda, alles gut. Das ist der Bernhard. Servus, Bernhard. Hallo. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, genau. Ja. So, jetzt aber schnell. Ja, wie man sieht, es kam immer noch kein Turnier-DLC oder Hans-Carbon-DLC oder sowas, ne? Also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme kam der noch nie raus. Und ich meine, er wurde ja für Herbst 2018 angekündigt und Herbst ist ja noch ein paar Tage. So ein, zwei Tage Herbst haben wir ja noch. So, da sind wir auch schon. Grüß Gott. Okay. So, schlepp, schlepp, schlepp. Wie spät ist es? Oh ja, 4 Uhr. Oh mein Gott. Mach auf die Tür, Junge. Hallo. Hier ist der Heinrich. Na? Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja, ja, das hast du schon öfter gesagt. Alles Gute. So, jetzt pass auf. Verkaufen. Rüstung. Jetzt haben wir erstmal den ganzen Sums raus, der garantiert weg muss. Zack, zack. Sporen, Sporen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ob der vielleicht sogar... Die Beckenhaube ist definitiv schlechter, das weiß ich. Da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht vielleicht besser ist. Kompositgedöns, das fliegt raus.
Lamellenplatten, der fliegt auch raus. Leichte dunkle Brigantin. Mailänder Brigantin. Das sollten wir. Die war zum Klauen, gell? Die haben wir uns, glaube ich, mal so mitgenommen als leichte Rüstung. Ah, das ist eine Kumanenrüstung, ja, weg damit, komm. Weg damit. Weg damit, weg damit. Da, wir reparieren es mal, ne? Einfach mal umzuschauen. Mailänder Schulterplättling. Mailänder oder Magdeburger, was ist da wohl besser? Ich glaube, die hier sind besser. Die behalte ich mal. Ne, die müsste man halt reparieren. Ich glaube, die sind besser. Nürnberger Schulterblattling. Ich glaube, ja, also ich glaube, die Mailänder sind wahrscheinlich besser als die Nürnberger. Ja, das sieht man hier. Schau mal. Identischer Zustand. Ja, ja, okay. Also die Nürnberger Scheiße fliegt raus. Offene Beckenhaube. Die ist auch nichts wert. Weg damit. Plattenbogengedöns. Oder Spitzhut. Weg damit. Sächsische Handschuhe. Weg und weg. Und weg. Und weg. Und silberne Sporen weg. Und silberne Ring weg. Und noch ein Ring weg. Bayerisches Kettenhemd. Nee, sorry. Weg damit. Okay, so, pass auf. Verkaufen. Jetzt wird repariert. Gell? Möge Gott über dich wachen. So, das kostet 1400. Okay. Jetzt hast du wieder Geld. Hoffentlich. So, dann schauen wir mal, was jetzt richtig, richtig gut ist, gell? Also, edle Gedöns. Ja, 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 ja. Uns Google. Okay. Dunkle, leichte dunkle Mailänder Brigantin. Ja, bringt natürlich deutlich mehr Rüstung, ist halt auch lauter. Geräusche 38, Geräusche 72. Ja, das merkst du natürlich, gell? Okay, dann könnte man das Ding hier anstelle eines Kürass verwenden, theoretisch. Aber ich glaube, das will ich nicht. Nee, dann verkaufe ich den. Okay. Die Schulterplatten. Magdeburger Schulterplatten? Nein, die Magdeburger sind besser. Okay. Okay, die Magdeburger sind besser. Na dann. Also, mein Freund, wir handeln nochmal. Mach's gut. Ich weiß, das ist wieder so, ne? Ja, Hobi, kannst du das nicht offscreen machen? Ja, ja, ich könnte. Aber ich bin gerade so drin, ne? Deswegen muss ich das jetzt machen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass die Magdeburger, die Mailänder besser sind. Ne, die Magdeburger sind besser. Gut. So, viel hat er nicht mehr. Pferd, was hast du noch? Du hast auch noch jede Menge Zeug. Jetzt hat der Kollege keine Kohle mehr. Das ist echt doof. Aber wir hätten noch einen edlen Kürass. Den holen wir uns noch ins Inventar. Okay, da hat man noch eine Kumanenrüstung, habe ich gerade noch gesehen. Da war noch eine Kumanenrüstung. War beim Pferd. Mist. Konnte ich dem Roba gar nicht geben. Hallo. Ich bräuchte mal Reparatur, bitte. Ja, ja, das hoffe ich auch. Reparier mal, bitte. Alles, wenn es geht. Danke. Und ich brauche noch ein Schneiderset, ein neues. Mein altes ist kaputt. Gott behüte dich. Ja, bitte. Bitte Schneiderset, wenn es geht. Schneiderset, danke. Ja, beide, bitte, danke. Halt. Jo, da handle ich jetzt auch nicht mehr, ne? Wir haben so viel Geld. So viel Geld. Ne, ist gar nicht so viel. Eigentlich sind wir arm wie eine Kirchenmaus. Wir haben so viel in Pribislavitz investiert. Genau, so müsste man das sehen. So, jetzt pass auf. Halt, nein, reparieren. Entschuldigung. Oder ich...
Hast, ich hab schon repariert, gell? Nee, jetzt nochmal reparieren bitte. Danke. Jetzt Rüstung der edle Kyras. 2500 und unser Nürnberger Kyras ist besser. Okay, dann verkaufen wir. Dann fliegt er raus. Ist natürlich ein mega Teil, gell? Unser Warhorse-Helm, der ist sogar noch besser als der andere Blödsinn, so das ungarische Kettenhemd. Das verzierte Kriegswams ist besser als das. Ja gut, der ist ja nur für die Optiken, ja genau. Das ist zum Kämpfen gut, okay. Was ist damit? Edles, langes Kettenhemd. Das bringt mehr als unser ungarisches Kettenhemd. Hm. 13, 16, 9. Macht aber weniger Charisma. Das Ungarische ist besser. Vom Charisma her. Nee. Ich will nicht. Nee. Wir laufen nicht mit dem ungarischen Gedöns rum. Also, heute eine kleine Handelsfolge, ne? Genau. Verkaufen. Rüstung. Der edle Kyras fliegt raus. Das Kettenhemd fliegt raus. Der Blödsinn fliegt raus und weg. Das behalten wir alles. Die Hundskugel fliegt raus. Das Ungarnhemd fliegt raus. Der Rest passt, oder? Ja. So, jetzt haben wir ihn wirklich ausgezogen. Jetzt hat er nichts mehr. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was jetzt? Sie fix, fluche nicht. Was traust du dich? Das gibt's nur hier. Ach, verkauf dein Zeug woanders, du. Echt? Jetzt mal plärze uns in die Ohren. Geht ja gar nicht. Ja, grüß dich auch. So was. So, Flamme aus. Pferd, pass auf, du hast noch was bei mir. Oder von mich. Genau, von mich hast du noch was. Und zwar hier das ganze alte Gedöns. Das wollen wir jetzt beim Schwertmichel loswerden. Händlerschwert und Knappenschwert und Axt und Bogen, weißt du nicht. Ja, stimmt. Bogen kauft, verkauft er ja nicht, gell? Nee. Jägermeister und Säbel. Ja. Okay, so. Jetzt sind wir schon überladen. Hoffentlich ist der noch da. Ja, der ist noch da. Hallo Schwertmichel. Servus. Schau mal hier. Es ehrt mich, dass du... Ja. Kennen wir alles. Hör auf zu sabbeln. 1700 hat der. So, ich verkaufe. Und zwar das hier und das hier. Und das hier und das hier und das hier und das hier und das hier. Und die blöden Schilder kannst du haben. Zack, zack. Und Jägermeister, Schwert und Säbel. Beide. Super. Und einen Dolch kannst du haben. Brauch nämlich nur einen. Danke, tschüss, bin weg. Ich lasse die Tür offen, gell? Kriegst du ein bisschen frische Luft? Hey, Jana, servus. Na, ja. Ich wollte dir ein kleines Almosen geben, aber das Spiel will nicht. Was? Was labert der denn? Die der Unzucht frönen und weltliches begehren. Halt die Backen, Schande vor unserem Herrn Jesus Christus. Sowas. Ich glaube, der hat beim guten Kollegen in Uschitz dazugehört, ne? So. Dann lass mich mal hier vorbei, bitte. Danke. Jawohl. Ja. Der Meister Uschitze. Ja, wie hieß er denn? Godwin, genau. Der Pater Godwin. Die alte Saufnase da. Ob der die Kirche inzwischen ein bisschen auf Vordermann gebracht hat? Wahrscheinlich nicht, gell? So, grüß Gott. Peschek, wo bist du? Da ist er. Hast du schon wieder Geld vielleicht? Grüß Gott.
Grüß Gott, ja, ja, schau mal, ich habe was gefunden, was anderen gehört. Aha. 4300, alles klar. Stopp, da bleiben. Mein Pferd hat hier noch jede Menge Gedöns, das ich loswerden will. Nein, Hans Kaponsbogen nicht. Den heben wir uns auf bis zum letzten Tag. Das ist einfach ein Erinnerungsstück. Ne? Das wollen wir nicht verkaufen. Zack, jawohl, zack, zack, zack. Jawohl. Die blöden Anführermasken, ne, die werde ich nicht los, die schmeiße ich jetzt weg. Und ich hätte hier aber noch Alchemisten aufbrechen, habe ich noch nicht gelesen. Und Glaskelch, mein Gott, die haben wir, glaube ich, aus dem Kloster geklaut. Das darf ich gar nicht laut sagen, gell? Naja. Und wir haben doch noch so ein Kommunionkelch und sowas und so ein Scheiß, ne? Wermut. Ja, das reicht erstmal. So, da bleiben, stopp, halt, sofort stehen bleiben. Ich habe. Ja. So, jetzt pass auf. Was ich nicht alles Schönes habe für dich. Also, pass auf. Wir fangen an mit dem Blödsinn hier mit dem Haselnussbogen. Und Kumanen und Reiben und Ulmen und. Das war's, was die Waffen angeht. Ach komm, diese paar Dinger da, die kannst du auch haben. Da mache ich jetzt nicht lang rum. Rüstung. So, zack, zack, zack. Das geht. Nein, ganz schlecht, den hier. Genau. Zack, zack, zack. Und hier Peinlinge, zack. Der hat 4300 Klimpergeld. Wow. Geile Geschichte. So, jetzt habe ich noch was anderes. Und zwar Glaskelche. Da zahlst du ein Vermögen. War super klasse. Nur 68 unser Ruf. Ich habe gedacht, wir haben einen höheren Ruf bei dem. Aber na gut. Und zack, zack. Kommunionkelch. Genau, weg damit. Silberkelch. 2800, Dankeschön. Wir haben schon wieder die nächsten 10.000 am Start. 10.000 Klimpergeld, jawohl. Teres! Prinzessin! Du schönste aller Teres. Ach komm. Ein schönes Foto der alten Zeiten willen. Nein, das ist blöd so. Jetzt rede ich halt nicht ständig weg, Mensch, Teres. Ja, jetzt bleib halt doch mal. Du hättest die Mutter meiner Kinder sein können, aber du wolltest nicht. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Ja, das weiß ich auch nicht, verstehst? Ich würde gerne, aber ich, ja, es hat alles keinen Sinn. Wie spät ist es? 17 Uhr, okay. Na gut. So, Flamme an hier, ist wieder so dunkel, ah. Was habe ich denn in der Kiste noch drin? Auch bloß noch Dreck, gell? Ja, ja, nur so Standardklamotten hier. Kunesch Schlüssel. Oh mein Gott, ist das lang her. Ist das lang her? Na gut. Also, Tag 1. So, wo sind denn die anderen Kumanen, das der Robert gemeint hat? Hier, mitten in der Pampa. Ach Gott, okay. Das ist mir jetzt zu weit, ganz ehrlich. Das ist mir jetzt zu weit, dahin zu reiten. Will ich jetzt nicht. Nö. Von wo habe ich nur die blöden Kumanen-Anführermasken her? Ich bin echt. Die muss ich irgendwann so mal gelootet haben. Komisch. Questgeber. Ja, ne? Scarlett haben wir auch schon lange nicht mehr besucht. Das Grab der Eltern. Sollten wir auch mal wieder machen, ich weiß. Ich weiß. Nee, aber ich würde sagen, ich mache hier Schluss für heute. Genau, das ist eine gute Idee. Was, Schloss knacken? Ich weiß nicht. Ich glaube, keine gute Idee, gell? Das würde sie nicht gehören hier. Die würden mir sauber was erzählen. Nee, ich glaube, ich lese mal die Bücher noch. Genau, das ist eine gute Idee. Das kann ich ja offscreen machen, gell? Da brauche ich euch nicht dazu. Ja, ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Kingdom Come Deliverance. Seid gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.